Hi! So Leute, willkommen zurück zu Apes Exodus. Ich wollte jetzt extra noch kurz abwarten, weil ich schon fast vermutet habe, dass die Typen da unten irgendwie jetzt was dazu sagen werden, dass ich einfach hier oben stehe und Hallo sage. Nun gut, im letzten Part von Apes Exodus sind wir in der Soulstorm-Brauerei etwas weiter rumgelatscht und ja, wir sind jetzt einfach mal hier. Hey! Hey, komm mit, Mann! Ich brauche deine Hilfe, Mann, ich muss hier hochkommen. Na schon, jetzt kommst du bitte einfach weiter mit, okay? Und mitkommen. Ach schön, ja. Das ist sehr interessant. Ich finde immer noch dieses Bild interessant, dass einfach hier ein Glacken, ein Slick und Ape fröhlich und glücklich nebeneinander stehen und sich da quasi gar nichts bei denken. So, nach Motto, das ist was völlig Normales. So, ich hoffe, ich habe die Toiletten schon aufgemacht. Hey, ja, ist ja in Ordnung. Schrei mich nicht so an, Mann. Ja, habe ich. Sehr, sehr gut. Ich finde es übrigens sehr, immer sehr unbeholfen aus, wenn Glackens laufen. Na schon. Blop, blop. Hi, na? Na, immerhin muss ich mit denen keine Codes abgeben. Hoppa, sorry. Ich muss mich ja nicht gleich Penner nennen. Oh mein Gott. Penner. Ja, sorry. Das ist keine Absicht. Nun ja. Boom. So, ich hoffe, ich benötige den nicht mehr. Ich glaube aber in der Tat, dass ich das nicht tue. Das heißt, es war nicht schlecht, dass wir ihn gekillt haben. Und ich mir fällt gerade auf. Oi. Gut, für einen kurzen Moment dachte ich schon, das war's wieder. Aber dem war offensichtlich nicht so. Peter, du brauchst gar nicht hey sagen. Es passiert schon nichts. Ach, dort lebt tatsächlich nur einer. Habe ich nämlich alle ausgelöscht beim letzten Mal? War da nicht was? Problem ist, ich weiß gar nicht, ob ich die alle mitnehmen soll. Ich mach das mal, ich habe das jetzt ganz vergessen. Hi Typ, ich geh nochmal zurück, ich brauche dich. Hey, du da. Komm mit, okay? Ich will mich direkt... Warum denn die Glanz mich immer Penner, Mann? Ey, das verletzt echt. Hey, da. Komm mit. Alle beide. So, wartet aber trotzdem besser mal hier oben, weil ich gerade nicht weiß, ob ich euch da unten mitnehmen kann. Okay. Jo, wir gehen erstmal weiter hier so unten. Zack, zack, zack. Lassen so tun, so als würden uns das gar nicht stören. Wir können auch gar nicht mehr hoch, sehe ich gerade, weil das ist ein echter ziemlicher Abgang. Das da unten aktiviere ich mal lieber nicht. Da unten ist der Vogelkreis auf jeden Fall. Also wenn ich den Hebel da aktiviere, kommt doch sofort einer und erschießt mich, oder nicht? Kann mir doch keiner erzählen. I see. Lass mich raten. Warte, ich werde jetzt erschossen, ne? Nee, werde ich nicht. Okay, dann ist gut. Oder auch nicht. Oh nein. Ich habe gerade, glaube ich, einen Fehler gemacht. Hier chanten. Ah. Nicht zu fliehen. Ich glaube schon, das klappt. Das schaffe ich. Nein. Ah, Typ. Wisst ihr, was ich gerade befürchte? Jetzt vielleicht? Nee. Ah, das gibt's doch nicht. Der ist ganz knapp aus dem Bild draußen. Oh. Ist da vielleicht irgendwo Schatten unten, den ich nicht gesehen habe? Not really. Hey, drück mal den Hebel für mich, bitte. Wäre nett. Das macht nichts anderes. Ja, ich darf den Pfad, glaube ich, komplett neu starten. Wisst ihr warum? Weil ich nicht mehr zurückkomme. Das, liebe Freunde, nennt man Verquicksafen. Jupp, das war ganz klar ein logischer Fall von Verquicksafed. Gut, dann werden wir einfach den Spielstand laden. Habe ich jetzt keine Lust zu. Also das alles nochmal zu machen. Hier, das war der spielige Stand. Damit sind wir wesentlich schneller unterwegs. Lade dieses Spiel. Hallo, Ape-Man. Yes. Bring mir einen Glacken. Dam, 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 dam. So, und schon haben wir das Problem gelöst. Hilfe, Hilfe. Slick easy. Bleib mal cool. Mit dir habe ich überhaupt nichts vor. Nur mit dem Typen da. Komm mit. Und bitte hoch. Dankeschön. Haben wir ja zum Glück gar keine Zeit verschwendet. Und mitkommen. Dicke, dicke, ding. So, jetzt müssen wir aufpassen wieder. Ey, Typ. Es wäre schön, wenn du deinen Befehlen folgen würdest. So. Und dein Befehl lautet, springe hinunter, um uns allen ein fröhlicheres Dasein zu ermöglichen. Hey, du da unten. Komm mal mit, okay? Dann kannst du dich auch direkt mal killen. Dicke, dicke, ding. Ja, wenigstens sind sie treu. Das kann man ihnen ja wirklich nicht... Nein! Ah, doch. Oh, Gott. Für einen kurzen Moment dachte ich, ich hätte schon wieder verkackt. Wow, und was ein Sprung.
Und wieder runter. Und immer weiter tiefer. Bam. Plug. Wow, elegant gesprungen. So, Hilfe. Hi, na? Ey, typ, bleib ruhig. Geh, komm mal bitte hier nah dran. Au, das hat doch gar nicht weh, Mann. Kannst du nicht bringen. Und machen, bitte. Machen. Also ich muss ihn hier angucken. Stimmt. Stimmt, ja, ey. So, jetzt muss ich ihn aber doch irgendwie am besten vernichten. Wie kriege ich das denn hin? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Pass auf, dann mache ich es mir jetzt mal auf ganz elegante Art und Weise. Ey, Typ da, ey. Hi, Typ. Na? Nein, du sollst platt machen. Mach sie platt, Mann. Und jetzt platt machen. Na, du sollst mich doch nur... Verdammt. Ups. Wer sich drüber freut, habt ihr das gehört? Wie er gequakt hat. Das ist doch ein Zeichen. Oder hat er gerade gelacht? Oder hat er irgendwie... Ach, keine Ahnung. So. Hätten wir das jedenfalls auch gelöst. Dieses Problem der Probleme. Hi, na? Jo. Okay, sehr schön. So, den nächsten nehmen wir auch noch mit und dann sind wir alle glücklich und zufrieden. Hoppala. Hi, na? Cool, mitkommen. Ich habe keine Ahnung, welche Gang da der sinnvollere wäre. Ich glaube, ich kriege die gar nicht anders darüber, fällt mir gerade, sehe ich gerade. Bringt das hier was? Ne, nicht wirklich. Also da fallen die auf jeden Fall hinunter. Ihr Typen, kommt mal mit. Mitkommen, bitteschön. Oh Gott, der bringt die doch alle um, oder nicht? So, kommt mal neu mit. Alle beide, bitte. Und jetzt einmal runter. Wuhu! Und springt. Boom, und wieder gegen die Wand. So, jetzt ist die Frage. Ist der weg? Ach so, das erklärt natürlich alles. Das erklärt vor allem den ganzen... Das, ja, gut. Dann gar kein Problem. Jetzt frage ich mich gerade, hätten wir vorher schon runtergekonnt? Ich weiß es nicht. So, das... Oh ja, ich hätte ihn vielleicht erst entlassen sollen. Entschuldigung, mein Fehler. Pardon, kommt nicht wieder vor. Achtung, jeden Moment. So, in die Freiheit mit euch. Ich glaube, das ist wirklich nur dazu da, um einen Slick zu holen. So eine Art Falle, möchte ich mal meinen. Okay, hätten wir das auch gelöst. Meine Güte, was ein Stress. Hier können wir auch nach fast 8 Minuten mal den nächsten Gang endlich erkunden. Yay. Weiter... Na gut, dann nehmen wir halt erst den. Meinetwegen. Soll mir recht sein, ist mir auch egal. Hauptsache, wir lösen die Gänge. Sag mal, ist das alles? Nee, das ist Tulak 4, ich wollte gerade schon sagen. Das hatte mich ein klein wenig irritiert. Hier sind auf jeden Fall wieder 5 Stück drin. Es sind noch so viele. Ist das echt noch so lang? Das habe ich gar nicht in Erinnerung irgendwie. Naja. Es ist Zeit für die Soulstrom-Fragestunde. Wie viele verarbeitete Mudakens würde einem folgen? Alle, bis du sie heftig ohrfeigst. Wo stecken alle Mudakens? Sie kommen, wie komme ich hier raus? Weitersuchen, du Dussel. Die Antwort liegt genau vor dir. Mit freundlicher Unterstützung von Soulstorm Brew zum Ryan Lecker. Da steht tatsächlich zum Ryan Lecker. Okay. Aber ich möchte weniger kotzen. Ich möchte lieber mehr Einheiten retten. Ja, das müsst ihr mir jetzt nicht zeigen. Ich kann mir schon denken, wie das funktioniert. Ihr müsst halt aufpassen, dass die nicht von den Lasern getroffen werden, nehme ich mal stark an. Und die Antwort ist direkt vor unserer Nase. Warte, vielleicht hier. Boom. Oh, nee, das war wohl nicht ganz so wörtlich genommen. Wow, wow, wow. Ja, in der Tat, ich kenne diese Schwierigkeit noch. Ich erinnere mich, da unten machen wir wahrscheinlich... Ich glaube, da unten machen wir das Lachgas auf. Das heißt, die sollten wir erstmal irgendwie versuchen auszuschalten, diese Cola-Büchsen. Mit dem Slick da zum Beispiel. Außer Betrieb. Achso, das heißt, ich komme runter, ne? Ja. Das gilt als Geheimgang? What the hell? Ach du Scheiße. Auch das noch. Wow, 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 wow. Das war ein ganz kleines bisschen anders geplant. Kann man sich vielleicht denken. Warum rede ich, als würde ich Melodien sprechen? Ich weiß es nicht. Viel wichtiger ist allerdings zu erfahren, ob das funktioniert. Also wenn ich da oben den Slick raushole, ob ich den dann auch direkt übernehmen kann. Die Frage ist, was ist das für ein? Das ist ein Heli-Slick oder ein normaler Ich-schieß-dich-tot-Slick? Wahrscheinlich eher ein normaler Ich-schieß-dich-tot-Slick. Das heißt, es würde mir eher nichts bringen. Ach so, I see. Moment. Pass auf, ich mache zuerst den Geheimgang. Jetzt glaube ich, normaler Ich-schieß-dich-tot-Slick, weil mit denen können wir diese Cola-Dosen kaputtballern. Und das müssen wir auch tun. Und zwar möglichst bevor unsere Kumpels vom Lachgas in den anderen Bildschirm rennen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte mich umbringen. Jojojojo, ich glaube, das tut es auch. Oh Gott, ich bin tot.
Immerhin habe ich es eingesehen. Ja, die Slogs, die dämlichen Kreaturen, die gar nicht mal so schnell sind, aber trotzdem nervig. Naja, und deren kleine Hunde-Welpen, sage ich mal. Lade das Spiel! Dankeschön. So, ich war etwas Nervosität, aber zum Glück sind sie zuerst in die andere Richtung gelaufen. Das macht es ja nicht ganz so schlimm. So, what the hell? Nicht jetzt laggen, liebes Aufnahmeprogramm. Und das war schon wieder so ein Achtung, Vorsicht, es hat gelaggt, lag. Wehe, der stürzt gleich ab. Ha, ich wusste es doch. Okay, die Frage ist jetzt... Puh, das wird aber echt knapp. Oh, hi. Ich habe nichts gemacht. Okay, ich weiß schon, was wir tun müssen. Das Problem ist, der wird uns umbringen. Eiskalt. Ey, Jungs, so. Hi, na? Treffe ich euch, wenn ich davon hier stehe so? Nee, schade. Ich dachte, das geht vielleicht durch, so bugmäßig, aber... Ey, du warst nicht gemeint, Mann. Halt die Klappe. Sorry. Hey, du da. Was tut ihr? Sie tanzen. Everybody dance now. Und da stimmt meine Stimme. Dancing Slogs. Oh yeah, they are Dancing Slogs. Ich tanze mit. Die Hände. Die Füße. Die Schultern. Okay, genug gespielt. Ja, guck mal, direkt gehe ich weg, hören sie auf zu tanzen. Nein, sie fangen wieder an. Was ist denn aufpassen? Hey, Junge. Was ist auf? Ah, das war pass auf. Okay, ich habe das Gefühl, das wird jetzt tierisch schief gehen. Achso, sie folgen mir. Das ist ja nett. Oh, ihr kleinen Wuffels. Na, was ist los mit euch? Ich kann euch aber nicht umbringen, scheinbar. Nee, kann ich nicht. Okay, dann kommt einfach mit. Ich hätte gar keine Angst vor den haben brauchen. Das ist aber trotzdem jetzt ein bisschen unpraktisch, muss ich nochmal so nebenbei erwähnen. Achso, ich verstehe. Ja, Moment. Kleine Kinder, nein, 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 jetzt bleibt doch mal hier. Ich weiß, ihr seid ja ganz süß und schnuckelig. Ihr werdet bestimmt auch treue Haustiere. Aber leider brauche ich euch nicht. Nein, 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 halt. Erstmal wieder ausmachen. So, hätte ich die eigentlich... Ich glaube, ich hätte die schon vorher killen können, fällt mir gerade so auf. Ja, ich weiß. Glücklicher Modaken ist glücklich. Kein Problem. Wie hole ich denn den da hinten raus? Achso, da oben ist auch ein Halt. Wieso habe ich den nicht gesehen? Ach stimmt, das wäre nicht sonderlich klug gewesen, wenn ich den einfach befreit hätte. So, ja, mit dem ganzen Lachgas hier. Pff, wie er einfach davor rennt und einfach... Er findet es auch noch lustig. Guck mal, er ist wütend und jetzt gleich ist er gut drauf. Wetten? Na? Du bist... Hallo? Ah, oh, jetzt ist er gut drauf. Okay. Okay, ich denke mal, ich befreie euch einfach hier, um euch zu erlösen. Oder nicht. Ihr müsst mal hier bleiben übrigens, Kumpel, ne? Beide. Sie enden... Bringt euch beides nicht, ne? Dann müssen wir es halt anders machen. Meine Güte, ihr seid ganz schön flink. Mir eine Spur zu flink. Kommt hier rüber, alle beide. Okay, die verscheuchen die Vögel nicht. Das macht ja nur Ape selbst. Bom, bom. Immerhin sind sie nicht bekifft genug, um nicht zu wissen, dass das der Ausgang in die Freiheit ist. Schön. Diese anstrengende Modakens. Immer muss man alles selber machen. Gut, also geht es jetzt weiter nach oben, denn dort haben wir noch ein paar zu retten. Das war ja quasi nur der Secret-Gang, sag ich mal. Gut, erstmal müssen wir uns da durchquälen, damit wir da hinten den Hail aktivieren können. Ja, ich weiß, du bist ganz schlecht drauf und so weiter, aber nimm's nicht so übel. Ich muss hier viel mehr durchmachen als du. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde oben sterben, ich werde sterben! Oh geil, es hat geklappt. Das war natürlich so geplant. So, ja, genau das habe ich nämlich vermutet. Wow, ich bin noch... Darf ich noch mal sagen, wie beeindruckt ich gerade, dass das funktioniert hat? So, oh Gott, ey, der arme Slick. Dass der nicht davon betroffen ist. Naja, egal, die werden ja wohl kaum dem Slick folgen, sondern eher, wenn überhaupt, Ape. Hört auf mit dem Scheiß! Du da hinten. Dankeschön. Genau, setzt euch einfach hin und bleibt da. Ja, guck mal, sie machen es sogar. Geil. Das interessiert die jetzt gar nicht mehr. Hallo, ihr da.
Bam, 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 peng. Bam, bam, bam. Schön. So, hätten wir das auch erledigt. Und da hinten ist aber noch so eine Dose, ne? Einer. Bam, 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 bam. Oh yeah, baby. So. Wollen wir das nochmal aktivieren hier? Na, aktivieren hier. Aktivieren hier. Ich sag aktivieren. Aktivieren, aktivieren, Aktimel. Aktiv was? Wie auch immer. So, hoffen wir mal, dass der eine Typ da hinten von selber drauf kommt, dass hier irgendwo der Ausgang ist. Hi, jetzt. Ach, guck mal, der eine ist wieder aufgestanden. Er hat's wieder gecheckt. Hi, na? Ich bringe euch in den Ausgang. Ah, guck mal, der andere kommt auch schon. Mein Gott, diese fröhlichen Mudakens, die immerhin machen... Guck mal, 222 Mudakens gerettet. Das ist doch eine wunderschöne Zahl, möchte ich meinen. Aber immerhin tun sie schon mal freiwillig von sich aus, was ich möchte. Nice. Ohne, dass ich ihnen sagen muss, vor allem. Das ist, sehr angenehm. Und dieser Geheimgang... dieser Geheimgang war ich schon. Dieser Gang lief erstaunlich gut. Zu gut, wenn ihr mich fragt. Aber wir machen uns da mal keine Gedanken, Luigi, deswegen... Gehen wir einfach weiter. Und in den letzten Zulag. Der da wäre Zulag 3. Also nicht der letzte Zulag, sondern der letzte Zulag für... Nein, noch nicht. Verdammt, das war's noch nicht. Oh mein Gott! Okay, das erklärt natürlich, dass hier noch einige Mudakens zu retten sind. Ja, nee, ich mache jetzt keinen Quicksave. Ich weiß, dass das sinnlos ist. Bringt mir das, wenn ich da reingehe? Wahrscheinlich komme ich einfach unten raus, ne? Ja. Und da hinten ist wahrscheinlich ein Slick. Oder da hinten ist wahrscheinlich einfach gar nicht. Das kann natürlich auch sein, wie wir gerade gesehen haben. Eindrucksvoll bestätigt. Guck mal hier, da ist ein großer Berg von nichts. Hä? Okay, irgendwas habe ich übersehen, glaube ich. Hä? Was? Kann ich nach oben hier? Nein. Nein. Doch, da kann ich nach oben. Oh Gott, nein! Oh, der Tränenextrahierer. Ja, Leute, jetzt lernen wir es kennen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ja, die sammeln da Tränen von unseren Kumpels. Ganz schön abgespaced, wenn man das so sieht. Nein, keine Sorge, Leute. Ich befreie euch. Ich bin auf dem Weg schon zu euch. Oh, hi. Nee, nix hi. Bam. Oh, hi. Wow, 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 wow. Alter, meine Phrase. Warum funktioniert das? Warum reagieren diese Bewegungsmelder bitte nicht auf den Slick? Der bewegt sich genauso wie ein Mudaken. Das lasse ich jetzt meine Wut an den Dingern aus. Die sagen auch alle, Ralf. Die sagen das gleiche wie die Slicks, nur ein bisschen abgehackt. Also, oder höher eher gesagt. So. Yeah! So, aua. Das tat doch weh, Mann. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Deswegen kann ich nicht mehr so hohe... kann ich aktuell nicht so hohe Töne sprechen wie... Yay! Also wie man eben bei Everybody Dance Now eindrucksvoll bewiesen bekommen hat. Ich sollte vielleicht nicht so brutal einfach nach vorne preschen. Das könnte die Aufmerksamkeit der Slicks auf mich lenken. Hi, na? 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 Ist das alles Schatten da oben? Das wäre schön, wenn dem so wäre. Ja, ich bin nicht Ralf. Das habt ihr vollkommen gut erkannt. Und er wird auch nicht mehr nach Hause kommen. Wabo! Scheiße! Das muss wehgetan haben. Erst wirst du erschossen, dann fällst du runter und dann fällst du auf den Boden. Und dann platsch. Kaputt. Das tut mir ein bisschen leid, Abe. Das war nicht so geplant. Ich hoffe, du verzeihst mir noch einmal diesen brutalsten Fehler, der dich dein Leben gekostet hat. Aber du hast sowieso ganz viele davon, wie man sieht, weil die Vögelchen einfach wieder zusammenführen müssen, sich tuten tun und dann bist du wieder da. So, vielleicht sollten sich einfach beide mal umdrehen. Wie wär's damit? Dreht einer sich überhaupt um? Tut er in der Tat sogar. Jetzt bleiben die dann eine halbe Stunde stehen, oder was? Nein. Ja. Okay, da bleibt er tatsächlich eine ganz schöne Weile stehen. Mach es, dreh ich um. Ich hätte nicht mal gemerkt. Was ein Trottel. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich jetzt einfach runterspringe, ich sterbe. Let's try this. Nee, ich lebe. Ich hoffe, die kommen hier nicht runter. Das wäre irgendwie ziemlich gemein. Aber die drehen sich auf jeden Fall jetzt gleich alle wieder gleichzeitig um. Das wäre sehr nett von denen. Vor allem der Typ über mir, weil der immer eine halbe Stunde braucht, um sich umzudrehen. Hi, na? Haha. Pech gehabt. Wow, 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 wow. Ey, Junge. Schießt du nicht auf mich mit geladenen Gewehrs? Nicht nett bei uns zu Hause in der Heimat. So, und generell ist das nicht ziemlich, ist das
nicht nett. Also ich glaube, überall ist das ziemlich unhöflich. Deswegen solltest du das vielleicht generell unterlassen. Das ist nicht sehr nicht nett von dir. Habe ich schon gesagt, dass es nicht nett ist? Du hast keine Manieren. Böses, böses Slick. Okay, Sliggy Biggy hat aber keinen Bock auf Matschepampe. Das heißt, wir killen ihn nur nicht. Dann erfuhr ich, was die anderen Zutaten waren. Hey, wie funktioniert die Tränenherstellung? 80 Liter in der Stunde, Boss. Was? Das reicht nicht annähernd. Wie sollen wir da dieses Aroma herausfiltern? Hart würzig und etwas mild bitter. Oh, presst zumindest das Doppelte raus. Es ist nicht meine Schuld, Boss. Wir kriegen nicht genügend Mutarkens. Die kommen uns alle abhanden. Das sind alles nur Ausreden. Ich will Tränen, Stromleistung steigern. Los geht's. Geht klar, Boss. Erst unser Fleisch, dann unsere Knochen, jetzt unsere Tränen. Ich liebe die Slicks und da ist die Katze mir doch eiskalt ins Wort gefallen. Ich war doch gerade mitten im Satz. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Sliggy Biggy hat keinen Bock auf Matschepampe oder so. Ja, aber wir haben es gerade erfahren. Die Tränen sind die andere Geheimzutat. Oh mein Gott, das habt ihr eben schon erkannt an dem Tränenextrahierer. Und dieser grüne Typ in dem, der Professor da, das ist quasi der Oberboss, der Chef der Soulstorm-Brauerei. Also quasi der letzte Oberglacken. Ja, guck mal, wir können die verarschen. Haha, der letzte Oberglacken, um den wir uns noch kümmern müssen. Und ja, danke, dass du nochmal für uns posiert hast, lieber Slick am Ende. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute mit Apes Exodus. Im nächsten Part machen wir genau hier weiter. Bis dahin. Ciao.